Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gabriel Knight 2 The Beast Within. Ja, was haben wir eigentlich in der letzten Folge gemacht? Das ist eine ausgezeichnete Frage, welche ich an dieser Stelle nicht mal beantworten kann. Ich hätte mal in das letzte Video gucken sollen. Aber wir haben Dinge gemacht. Ganz bestimmt haben wir Dinge gemacht. Okay. Ah, stimmt, ja, wir haben die drei verlorenen Wagner-Oper-Rollen gekriegt. Und das Goldene Herz haben wir uns, glaube ich, auch noch geholt. Was ist denn das jetzt nochmal? Falls Sie ein besonderes... Achso, ja, das ist diese Gebetskarte. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Was hatte ich denn hier eigentlich vor? Gabriel wird den Wagen für eine Weile... Ja, der wird ihn für eine Weile nicht brauchen. Warte mal, was ist denn hier? Ich weiß, das ist so bla bla bla. Dein Freund, ja, das hatten wir doch schon. Warum habe ich denn das, dann das Amulett nicht? Ach doch, da ist es ja. Ich Dovi. Ah, alles klar. Okay, dann, wir fahren zu unserem Bekannten hier mal nach Alt... Ach Quatsch, nicht Altöldingen. Oh, ja, Mann, no. Ah. Ach nee, bei dem waren wir ja schon. Das ist ja jetzt diesmal die Kirche. Seid ihr jetzt fertig mit euren Gebetsstunden? Nein, seid ihr nicht. Ich hör's. Quatsch. So, zurück. Nee, ihr seid noch am Beten. Gut, hier haben wir das geholt. Dann muss es ja in Rittersberg weitergehen. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zur Gerda. Gerda hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick nichts. Können wir vielleicht hier oben was irgendwie tun oder machen? Mal gucken. Ich habe jetzt nicht die Zeit. Ja, okay. Sie hat keine Zeit. Wir haben doch immer alle keine Zeit hier. Grace Nakimura. Ja. Ich glaube, die Zeit für Recherchen ist vorbei. Ich glaube... Okay. Recherchenzeit ist vorbei. Nö. Nö. Dafür habe ich heute keine Zeit. Dafür habe ich heute... Alles klar. Sie hat dafür heute wohl keine Zeit. Alles klar, dann gehen wir halt mal weiter. Dann gehen wir mal rein ins Städtle. Und gucken uns da mal um. Ah. Wir haben es heute aktuell irgendwas bei 26 Grad. Ich hock hier im abgedunkelten und ziemlich klimatisierten Zimmer. Nehme für euch auf. Und hab mir, wie man es halt macht bei hohen Temperaturen, einen schönen heißen Kaffee hingestellt. Mann. Oh. Setzen Sie sich, Grace. Bei dem Spiel kann man zwischendurch immer gut Kaffee trinken, das ist toll. Hier ist etwas, was Sie sehen sollten. Mein Gott. Hat Gabriel das gesehen? Nein. Meine Liebe, ich kann ja Ihren Widerwillen verstehen, aber es ist sein Karma, wissen Sie? Es ist seine Wahl. Er ist der Sohn. Von Glover ist der Sohn von Ralik. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Und er will Gabriel. So sieht's aus. Aber das muss nicht heißen, dass Gabriel dieses Leben will. Er hat nicht gebeten, gebissen zu werden. Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Er kriecht zu gerne auf allen Vieren herum. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass die Wahl leicht wird. Es ist ein Kampf, den er ausfechten muss. Was Sie tun müssen, ist an ihn zu glauben. Das ist alles, was Sie tun können. Also ich muss es tun und das Einzige, was ich tun kann, jetzt ist das. Jetzt passen Sie gut auf. Hey, ich passe gut auf. Was? Was ist das für eine Verabschiedung? Sie kann mir im Moment keinen weiteren Rat mehr. Na toll. Werner scheint ein ähnliches Interesse. Na super. Jetzt passen Sie gut auf, weißt du, da denkst du, da geht es weiter und dann kommt sowas. Okay. Ja, gehen wir mal zum guten alten Gabriel. Ich möchte ihn nicht stören. Möchtest du nicht? Vielleicht sollte ich ihm den Brief geben. Ich erzähle ihm alles von dem Brief. Okay, dann das Amulett. Ich behalte den Talisman. Alles klar, willst du nicht? Herzchen? Apropos Herzchen,
Wenn ihr das mögt, was ich hier mache, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Nur so eine kleine Idee am Rande, ich weiß, ich bin verrückt. Bin verrückt, nach sowas zu fragen. Haben wir vielleicht noch was? Das Postamt ist geschlossen. Das Postamt ist geschlossen. Bürgermeister Habermas hat heute bestimmt sehr viel... Ja, klar. Ganz, ganz bestimmt. So viele Locations haben wir eigentlich gar nicht hier. Dann gehe ich nochmal zu ihr. Gerda hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick... Ja, ich brauche im Augenblick nichts. So, guck das mal. Ist das einzige Exemplar von Wagners Ver... Das ist das... Was ist das? Das ist das einzige Exemplar... Ah ja, okay. Das einzige Exemplar. Okay. Ja, jetzt muss Gabriel wird... Ja, ist ja gut. Ach, dass du immer den alten Schlüssel rauszerren musst. Dann versuchen wir es halt nochmal in Altöttingen, weil was anderes fällt mir jetzt gerade auch nie ein. Komm, lass bitte, lass es vorbei sein, lass es vorbei sein. Es klingt ruhig. Yay! Hallo! Servus! Grüezi miteinander. Ich werde hier offensichtlich... Ja, ja, warte mal. Hier, komm, guck. Hier, jetzt aber. Also ich höre sie nicht mehr beten. Ich möchte ein Gebet sprechen, Pate. Up to the chapel, my dear. Auf die Knie. Und nicht? Na gut. Wir müssen in die Urne. Die Herzurnen. Ich glaube, ich weiß, welche die von Ludwig ist. Aber wie bekomme ich sie runter? Ich glaube, ich... Na, wie du was runterholst? Nee, okay, das ist was anderes. Wenn ich es schaffen würde, diesen Stuhl zu bewegen, könnte ich die Urnen erreichen. Mädchen, so schwer ist er nicht. Wenn ich es... Oh, es geht weiter. Ich vermute, diese Tür führt ins Freie. Ich vermute, diese Tür führt ins Freie. Ich glaube, dieser Behälter wird für Opfergaben verwendet. Ah, dafür brauchen wir das Herz. Dies Herzl. Heilige Mutter Gottes von Altötting, nimm dieses Geschenk. Ich denke, du weißt, warum ich hier bin. Ich entschuldige mich dafür, deinen Altar zu entweihen, aber du weißt, ich muss haben, was in Ludwigs Urne ist. Ich glaube, du möchtest, dass ich ihm und Gabriel helfe. Gabriel mag egoistisch sein, aber er hat eine gute Seele, glaube ich. Egal, er verdient den Fluch nicht. Hilf mir beiden zu helfen. Bitte. Hilf dir selbst, so hilft dir auch Gott. Die sehen alle aus Anfang 20. Jahrhundert oder so. Oder Ende 19. Jahrhundert. Echt. Ach ja. Genau, Blasen ist die Lösung. Also Wind hier. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, freilich. Nur ein paar Sekunden. Jetzt Stühlchen. Reise nach Jerusalem. Ist das nicht so?
jetzt stürzt sie ab mit ihren Schuhen. Dieses ist das Richtige. Denn verloren, also, ach, egal. Weiß ich gerade selber nicht, was ich hundertprozentig sagen wollte. Ja, komm, mach mal schneller hier. Die Hobbit. Das perfekte Verbrechen. Vierte, und jetzt sieh, dass du dich schleichst. Hier ist klar, du hast die Kirche bestohlen. Ich finde ihn sympathisch. Den würde ich auch zum Beten schicken. Theatralische Geste, check. Ja, mei, die sahen's alle irgendwie beknockt. Guck mal, einer schau. Ja, genau. Ja, mach auf, komm, mach jetzt. Zwei Monate später. Tja, neue Klamotten konntest du sich immer noch nicht kaufen. Naja, man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Mensch, da sind zwei in der Oper. Lass mal gucken. Der Fluch des Engelhardt von Richard Wagner. Dirigiert von Klaus und Georg Immerding. Ich kann es einfach nicht fassen. Immerding und Engelhardt. Hart. Okay. Ach, halt die Klappe. Halt doch einfach mal die Klappe. Das Immerding ist Engelhardt. Der Fluch des Engelhardt. Ja, passt schon. Ich könnte etwas Frischluft gebrauchen, aber ich habe keine Zeit rauszugehen. Okay, dann halt nicht. Nehmen wir das große Tor Nummer 1. Klopf, klopf, eine klatsch, Stunde klatsch. Noch, Leute! Hämmerding! Hämmerding! Ja, Mr. Castello? Hämmerding, ich muss nochmal gegen den Ausdrucksmangel im dritten Akt protestieren. Ich habe keine einzige Note vor der Transformationsarie. Wie oft muss ich das noch erklären? Sie sind als stummer Minnesänger verkleidet. Ich weiß das. Aber eine Arie zu einer Seite des Publikums gesungen wäre eindrucksvoller. Hildegunde hat auch eine. Ja, aber das Publikum soll nicht wissen, dass Sie es sind vor der Transformation in einen Wolf. Es ist eine Überraschung, klar? Überraschung? Ich verstehe, dass es so geschrieben ist. Ich bezweifle allerdings dessen Effektivität. Ihre Meinung ist bekannt. Von mir scheiße, egal, wichtig. Zeit zum Fertigmachen, Georg. Geh du. Ich will es noch einmal durchsehen. Geh du und geh du.
Oh, was ist hier? Wie geht die Installation voran? Alles klar. Ist der letzte bald oben? Ja, bald. Bis dato habe ich ihn immer hochgekriegt. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich im Moment noch sagen könnte. Am besten gar nichts. Wie geht es so, Georg? Oh Mann, ich werde noch verrückt. Ich wünschte, ich hätte Klaus nie erpresst, mich dirigieren zu lassen. Mach dich nicht lächerlich. Die Oper war deine Entdeckung, Georg, nicht wahr? Nach diesem Abend wirst du berühmt sein. Wenn ich mich nicht völlig lächerlich mache? Kein Problem, der Frack steht dir. Kann man schon mal sagen. Aber mach den Ohrring raus. Der wirkt so komisch. Weiß nicht, passt irgendwie nicht zum Frack. Ich weiß nicht, was ich Georg sonst noch sagen könnte. Na gut, dann lassen wir das. Was haben wir hier? Erstmal ins dunkle Kapuff. Trepp, trepp, die Treppe runter. Oh. Sexkeller. Viele Abflüsse hier. Was? Viele Abflüsse hier. Überflutungen sind also bestimmt kein Grund zur Sorge hier. Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Ah, jetzt weiß ich. Ah, das zum Ende des Spiels wird das besonders nervig. Kühle Luft kommt aus der Öffnung. Sie führt wohl nach draußen. Ja, freilich. Viele Abflüsse hier. Das ist ja auch gedacht fürs Endspiel quasi. Na, komm. Eine Tür. Falls ich Gabriel heute Nacht nicht nach Rittersberg zurückbringen kann, könnte dieses Zimmer brauchbar sein. Das heißt, wenn es abschließbar ist. Denn, wir wissen... Haben wir einen Schlüssel? Nein, nicht zurück. Geh da wieder rein. Erst können wir ja schon. Wie geht's weiter? Ah ja. Dieses brauchen wir. Privat. Ich habe eine Idee, die auf dem Verstand fußt. Sieht aus wie ein altes Stück Requisite. Ein Haufen Theaterschrott. Ja. Sieht aus wie ein altes... Okay. Ein Kreuz. Ein Haufen Theaterschrott. Okay. Dann wollen wir hier hinten, genau. Denn dort versteckt sich ein Schlüssel gar sehr. Ein Schlüssel. Ich muss ihn haben, ich will ihn haben. Ich hab ihn. Nicht viel da. So. Nicht viel da. Und ist vielleicht hier auch nicht viel da? Nicht viel da. Ja, anscheinend ist da nicht viel da. Aber wenn da nicht viel ist, ist vielleicht da dann viel. Nummer war das hier? Ja, das kennen wir. Und dann... Schlüssel die Schlüssel. Ab jetzt weiß ich so ungefähr wieder, wo es weitergeht. Es ist abschließbar. Prima. Mein Sexkeller ist gerettet. Ich kann ihn einsperren und jederzeit über ihn verfügen. Halt die Klappe. Oh, eine Treppe. Sie ist gar rot. Gehen wir hoch. Tripp, 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 tripp. Oh, nochmal.
Und guck, wie schön ich eine Treppe hochgehen kann. So, da sind wir. Die Umkleideräume sind da hinten. Dort wird es im Augenblick zugehen wie im Irrenhaus. Das Seil kann man sicher noch brauchen. Ja, freilich. Und da sehen wir nämlich gleich noch was. Da ist ein Klebeband. Hugo, es hat Hugo erwischt. Nein, das war Heinz. Ach so, nee, dann ist okay. Sollen wir trotzdem Arzt rufen? Ja, können wir machen. Ich weiß nicht. Mal gucken wir nochmal. Die finden was anderes, was sie mit dem Flaschenzug machen können. Ich darf nur nicht vergessen, dass hier noch das Klebeband war, weil das brauchen wir. So. So. Was haben wir denn hier? Ah ne, da kann man her. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao.